Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und wir sind auf dem Weg zu Nagul, hieß er so, Nagul, irgendwie in der Richtung. Und ihm Baldrams Lieferung abzugeben. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Und ja, damit wir wissen, wer zur Diebesgilde hier gehört. Und dessen Vertrauen malt hier. Ich habe die Lieferung dabei. Ich habe die Lieferung dabei. Gut gemacht. Ja, ich werde sehen, dass ich sie loswerde. Komm morgen wieder. Morgen? Baldrams Lieferung abgegeben. Okay, gut. Was können wir hier noch erfahren? Baldrams Lieferung. Die wird fehlgeschlagen, aber Nagul hat die Lieferung bekommen. Morgen will er mir mein Gold geben. Aber wir müssen auch schauen, dass wir jetzt vielleicht eine Zweihandwaffe bekommen. Der kann mir jetzt die nicht verkaufen, ne? Die Zweihandwaffe. Aber hier kann ich bestimmt eine kaufen. Eine gute. Matteo. Zeig mir deine Ware. So, hat der hier... Nee, die rostige Axt lieber nicht. Nee. Okay, erstmal nicht. Gut, dann gehen wir mal pennen, übernachten dabei. Also, bis zum nächsten Morgen pennen wir einfach mal durch. So. Und dann gehen wir nochmal zu Nagul. So. Können wir eigentlich sehen, welcher Tag das ist? 9. Tag schon. Gehen wir jetzt noch einmal zu Nagul. Dann müsste er jetzt mein Geld haben und dann müsste er mich gleich zur Diebesgilde führen können. So. Hier, Nagul. Bist du die Ware losgeworden? Bist du die Ware losgeworden? Ja, aber für weniger als ich gedacht habe. Ich habe nur 300 Goldstücke bekommen. Davon geht noch ein Teil an meine Auftraggeber und Cardiff bekommt seinen üblichen Teil, plus das Gold für deine Vermittlung. Bleiben insgesamt noch 240 Goldstücke, die teilen wir, wie wir abgemacht haben. Hier ist dein Anteil. Du hast gute Arbeit geleistet. Das habe ich mal so an meine Auftraggeber weitergegeben. Was allerdings daraus wird, liegt nicht in meiner Hand. Hm, okay. Wer sind deine Auftraggeber? Wer sind deine Auftraggeber? Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich dir das erzähle, oder? Okay. Dann halt nicht. Hey. Cardiff? Nee. Ich gebe dir nicht nochmal Geld. Aber hier Mo? Nee, der kann mir auch nicht weiterhelfen. Und das wird noch viel schlimmer. Können wir mal mit ihm hier nochmal reden? Laris. Hey, du. Er arbeitet auf dem. Okay, lass uns mal gehen. Okay, lass uns gehen. Solange mich hier keiner ablöst oder wir mehr über die Vermissten wissen, kann ich hier nicht weg. Okay, wer soll ihn ablösen? Der erzähle ich gar nicht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie können wir ihn ablösen? Beziehungsweise wir müssen ja die Vermissten hier finden. Was wissen wir jetzt über die Vermissten? Die Vermissten hier. Elbridge, der Tischlerlehrling von Torben, ist verschwunden. Gavel beschwert sich über seinen Arbeiter Monty. Monty ist eines Tages nicht mehr zur Arbeit erschienen und macht sich seitdem angeblich ein schönes Leben bei den Bauern. William, einer der Fischer des Hafens von Corinnes, gehört zu den Vermissten. Ein Freudenmädchen namens Lucia ist aus dem Bordell am Hafen verschwunden. Der Bauer Akil vermisst seine beiden Feldarbeiter Tonak und Telbor. Das habe ich schon immer gesagt. Können wir dahin rüber schwimmen? Ist das auf der Map zu sehen? Die Insel ist auf der Map. Genauso wie das da. Können wir da mal hin? Einige Probleme. Ohne angegriffen zu werden? Das ist doch alles nur Gerede. Ich will das irgendwie wissen.
Da geht's ja gleich runter bei dem. Gucken wir mal, ob wir da hinschwimmen können. Dann würde ich sagen, wir speichern hier auch einmal. So, und jetzt. Mal gucken, ob wir da hin können. Ich habe aber auch so das Gefühl, wir werden von irgendwelchen Fischen oder so angegriffen. Vielleicht, weil ich auch momentan nebenher Morrowind zocke. Und da es üblich ist, dass sich Schlachterfische angreifen. Aber bisher scheint das so, als können wir hier rüber. Ohne Probleme. Ja, anscheinend geht das wirklich. Nein, ich will nicht. Ich will hier drauf. Ich möchte hier gerne drauf, ja? Ah, hier. Gucken wir mal, was wir hier finden. Kein Weg, der irgendwie hochführt. Vielleicht darum, über die Wiese. Da ist ja auch noch was. Da müssen wir auch mal hin. Ah, hier können wir hoch. Varan. Varane traue ich mir noch nicht zu. Nee, ich will auf Bert erstmal bleiben. Sonst scheint hier jetzt nichts zu sein, außer dass wir hier jetzt runterfallen und runterrutschen. Gibt es hier sonst noch was? Aber gut zu wissen, dass hier jetzt Varane sind. Nee, da will ich jetzt nicht rum. Aber wir schwimmen mal dahin. Die Insel lieber noch nicht. Aber das scheint interessant zu sein. Da unten pimpert. Ne, wir bleiben über Wasser. Aber da unten hat er was geschwommen. Nicht, dass es uns jetzt angreift. Das ist ein interessantes Lager. Jetzt ist die Frage, sind das Freunde oder Feinde? Oder ist das leer, sieht das jetzt nicht auf, weil da überall was brennt? Da ist jemand, ja. Klappmuschel. Da bist du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Aber was? Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baltram? 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 Wartest du auf einen Händler? Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz schlauer, was? Das habe ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Dieser Nichtsnutz von einem Kleinkrämer hat mich wohl vergessen, so wie es aussieht. Der soll mir noch mal in die Finger kommen, sage ich dir. Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Korinnes. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Nö. Ja, natürlich, jetzt fällt's mir wieder ein. Muss ich dich kennen? Du bist ein Pirat. Muss ich dich kennen? Jetzt sei mal nicht so vorlaut, Bursche, sonst lernst du den alten Skip mal kennen. Wo kommst du her? Wo kommst du her?
Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem würde dir das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben solltest, uns aufzusuchen. Die Insel Korinnes ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit einer Kogge oder einem Schiff. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt da durch, es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Es gibt nur zwei Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Okay. Hornmuschel. So, den Fisch nehmen wir mit. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm ist. Ist auf jeden Fall ein Pirat. Was das für ein Dude ist. Wir haben aber jede Menge Fleisch, das wir hier mal brutzeln könnten. Aber der ist uns zu... Hä? Nein, ich will nicht Skip, ich will die Bratpfanne. So. Will ich jetzt alles braten? Dauert halt ein bisschen, aber... Ne, doch nicht. Hier geht's schneller. Oh. 32 Gold nehmen wir mit. Was? Was war da? Feldknöterich? Okay. Und hier nochmal Fisch. Interessant, wo wir jetzt hier gelandet sind. Okay, aber groß. Viel gibt es hier jetzt auch nicht, ne? Außer ein paar Muscheln und Fisch. Da sehe ich auch nochmal eine Muschel. Kann ich mit Skip nochmal quatschen? Nö. Aber der wollte was vom Waldraum. Oh, hier drin haben wir noch was. Dem ist das egal, dass ich ihm die Sachen wegnehme. Milch. Gold. Rostige Axt. Fackel. Noch eine Fackel. Alte Steintafel. Okay, aber gut, dass wir einmal hier hingegangen sind. Haben wir noch einen neuen Charakter kennengelernt. So, können wir hier hoch? Ja, das geht. Da ist ein Eingang. Nice. Ich habe hier was gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Ich glaube, ich habe die Diebesgilde gefunden. Ist nur eine Vermutung. Aber da kommen wir eh erstmal nicht rein. Jetzt ist aber die Frage, wie finden wir mehr über die verlorenen Leute raus, die Vermissten. Wo sind die vermissten Leute? Cardiff meint, ich soll mich bei Coragon, dem Wirt aus der Unterstadt, und Halvor, dem Fischhändler am Hafen, nach den vermissten Bürgern erkundigen. Coragon, waren wir bei dem schon? Wie soll ich mich denn noch alles kümmern? Was du nicht sagst. Wo ist Coragon? Er arbeitet auf. Versuchen wir das auch mal rauszufinden. So, Regis. Ist das Coragon? Ne, das ist Rupert. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich habe was anderes gehört.
Das ist Matteo. Wer oder wo war nochmal Karogan? Hier in der Unterstadt auf jeden Fall. Nee, die sind nicht. Zum oberen Viertel wollen wir nicht. Aber dort, wo Adanos stand, war ein Ort, an dem Innos und Belia keine Macht hatten. Komm, wir quatschen mal mit Valentino. Na, was bist du denn für einer? Na, was bist du denn für einer? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen runtergekommenen wie dich vermisst keiner. Was? Und das Meer gab das Land frei. Tja, wenn du mal so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Aber so reich wirst du nie sein. Ich merk schon, mit dir werde ich mich noch amüsieren. Entstand der Mensch. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Gefiel, was entstanden ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin Valentino, der Schöne, Lebenskünstler und Schürzenjäger. Arm aber an Sorgen, so reich an Weisheit Medias, und Gold. Und die Frauen liegen Land mir zu Füßen. Hast du Probleme? Und dann halt Medias sie fest. Strachte. Ich kann sie nicht gebrauchen. Und das Tier? Ich muss dir wohl ein paar manieren. Hast du mir noch was zu sagen? Hast du mir noch was zu sagen? Mach dich beliebt, verspreche niemandem etwas, nimm dir, was du kriegen kannst und pass auf, dass du dich nicht mit der Miliz anlegst. Oder natürlich mit eifersüchtigen Ehemännern. Die sind die schlimmsten, sag ich dir. Er betrat das Land und er erwählte den Menschen. Wir speichern lieber erstmal, aber bevor wir dem aus dem Maul gehen. Ich hab schon Bock, dem aus dem Maul zu hauen. So. Und Innos, ich muss dir wohl mal Manieren beibringen. Macht mir nichts. Du kannst mich ruhig verprügeln. Wenn ich morgen aufstehe, wird's mir wieder gut gehen. Aber du musst mit deiner Visage ein Leben lang rumlaufen. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült. Wir haben ja gespeichert. Wollt ihr wohl damit aufhören? Ey, ich hab aufgehört. Ich hab aufgehört. Alarm! Ja. Nicht schlecht. Leg dich nie wieder mit mir an. Da müssen wir noch ein andermal. Nochmal hin. Das müssen wir noch ein andermal machen. Aber Innos sah, was geschehen. Valentino aus dem Maul hauen. Und auch er die Wachen gehen sofort drauf los. Und er erwähnte den Mann. Ah, hier. Karagorn. Hier. Krieg ich hier was zu trinken? Kriege ich hier was zu trinken? Wenn du Gold hast, kannst du hier sogar was essen, wenn du willst. Und wie läuft das Geschäft? Und wie läuft das Geschäft so? Ach, hör auf. Lord André lässt am Galgenplatz Freibier ausschenken. Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino zum Beispiel. Ich kann den Kerl nicht leiden. Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem ganzen Silber gestohlen worden. Oh, du bist bestohlen worden? Du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem Abend war es noch ziemlich voll und ich habe Bier rumgebracht. Mhm. Ich war nicht lange hinter der Theke weg, aber den Mistkerlen hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen, aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Okay, erzähl mir was, was ist los mit diesem Valentino? Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Egal, ob man's hören will oder nicht. Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann früh am Morgen zurück ins obere Viertel wankt. Das geht jeden Tag so. Mhm. Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger. Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Hakon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag über den Weg gelaufen wäre, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Er ist deswegen sogar bei der Miliz gewesen. Die Bürger der Stadt sind daraufhin alle ziemlich in Panik geraten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich schätze, das ist alles Unsinn.
Korinnes ist eine raue Stadt und vor den Toren lauern eine Menge Gefahren. Wenn du nicht innerhalb der Stadtmauern bleibst, wirst du von Banditen überfallen oder von wilden Tieren gefressen. So einfach ist das. Mhm. Zeig mir deine Ware. Ah, okay, der hat nichts, was ich haben will. Okay, So, sowohl Hakon, ein Händler vom Marktplatz, als auch Torben, der Tischler, sollen etwas über die vermissten Leute wissen. Cardiff meinte, ich soll mich bei Coragon, dem Wirt aus der Unterstadt, und Halvor, dem Fischhändler im Hafen, nach den vermissten Bürgern erkundigen. Der Fischhändler Halvor hatte keinen besseren Rat für mich, als mich zu den Bootbauern am Hafen zu schicken. Der Fischer Farim beklagt den Verlust seines Kumpels William. Farim sagt, dass sich William öfter mit irgendwelchen Halsabschneidern in einer Bucht nördlich des Hafens getroffen hat. Okay, Farim hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Der Fischer Farim scheint etwas über den Verbleib seines Freundes William zu wissen. Viele Bürger von Corinnes werden... Warte mal. Warte. Waren wir schon bei den Schiffsbauern? Ich glaube, bei den Schiffsbauern waren wir noch nicht. Den müssen wir auch noch mal quatschen, glaube ich. So. Die Schiffsbauer waren ja da vorne. Gavel. Hey, du. Ich habe Informationen über die Orks. Was ist denn so im Hafen los? Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Ich habe Informationen über die Orks. Lass hören. Sie sitzen im Minental fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. So, und jetzt? Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz. Ich wollte ja nur... Das Größte, um ehrlich... Ja, okay. Neue Infos kann der mir jetzt nicht geben. Hey! So, was gibt's noch? Warum kann ich mich hier in der Stadt am besten orientieren? Kannst du mir helfen, mich hier zurecht? Was gibt's Neues? Seitdem die Barriere weg ist, wimmelt es in der Gegend um die Stadt nur so von Banditen. Aber die Paladine unternehmen nichts. Warum zum Teufel sind die Kerle dann hier? Was mit dem? Was gibt es Interessantes in dieser Stadt? Hier kannst du fast alles kaufen, was du dir vorstellen kannst. Entweder bei den Händlern am Marktplatz oder in der Unterstadt. Aber fast alles, was du hier kaufen kannst, kostet auch eine Kleinigkeit. Wenn du nicht viel Geld hast, kann dir vielleicht Lema, der Geldverleiher, weiterhelfen. Sein Haus ist am Anfang des Hafenviertels, wenn du von der Unterstadt kommst. Was gibt's Neues? Der offene Handel mit dem Großbauern ist seit dem Fall der Barriere abrupt abgebrochen. Wer weiß, was der im Schilde führt. Ich traue dem Braten nicht. Okay. Die können mir auch nicht helfen. Sonst gibt's hier nichts. Also, dann muss ich nur noch mit dem Fischhändler reden, der hier irgendwo sein soll. Glaube ich. So, Halvor. Okay, komm jetzt erstmal nicht weiter, was die Vermissten angeht. Was gibt's hier noch? Joe Lucia? Das Freudenmädchen Lucia ist über Nacht aus Bromors Bordell verschwunden. Wird vermutet, dass sie mit Torbens Tischlerlehrling Elbridge durchgebrannt ist. Bospas Bogen können wir noch nicht machen.
Informationen für Gavel. Gavel will Informationen über die Orks und er will wissen, warum die Paladine in der Stadt sind. Aufnahme bei der Miliz? Nee. Banditen in Jacks Leuchtturm. Bromos goldene Schale. Das freut mich. Lucia hat ihrem Boss Broma eine goldene Schale geschonen. Broma will sie wieder haben. So. Mit freundlichen Grüßen. Es reicht, wenn ich drei von... Ja, okay. Piratenhandel. Der Pirat Skrip erzählte mir, dass der Stadthändler Baltram mit den Piraten Geschäfte macht. Ich glaube, bei Baltram haben wir es jetzt verkackt. Weil wir seine Ware nicht haben. Ist er noch nicht draufgegangen. Ich speichere vielleicht mal vorher, bevor wir zu Baltram gehen. Mal, was er gleich zu sagen hat. Und mal gucken, ob wir uns da irgendwie rausreden können, dass wir seine Ware nicht mehr haben. Wie kann man hier eigentlich sich bücken? So, warte mal. Ich will jetzt wissen von der Steuerung. So, wo war denn das? Leichen ist X. Und ich drücke die ganze Zeit auf X. Warum passiert da nichts? Oder ist das jetzt X? Nee. Kann ich hier nicht schleichen? Okay, weil wahrscheinlich, weil ich das noch nicht gelernt habe. Irgendwer muss die Arbeit, erzähle ich gar nichts mehr. Du handelst mit Piraten? Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Dass wir Konsequenzen für dich haben? Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Das ist mal wieder typisch. Womit handelt ihr? Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinnes kriegen kann. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das war alles, was ich wissen wollte. Was weißt du über die Piraten? Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinnes. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Die Bürger von Korinnes fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Ich könnte für dich den Handel abwickeln. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinnes zurzeit nicht verlassen. Hier, nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. Drei Flaschen sollten es schon sein. Das war alles, was ich wissen wollte. Das war alles, was ich wissen wollte. Das weiß doch inzwischen jeder. Das... Er aber jetzt nicht sagt, dass ich sein Päckchen nicht mehr habe. Hier, gescheitern. Ein dreister Dieb? Rengaro hat den Händler Jora bestohlen. Wenn ich ihn stelle, gibt es vielleicht ein Kopfgeld für ihn. Pantas gefallen und Baltrams Lieferung. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Nee, der Miliz will ich jetzt nicht mehr beitreten. Ich will jetzt Teil der Banditen werden. Hallo? Teil von Lee und Gorn? Mit denen wieder zusammenzuarbeiten? Das wäre doch Bombe. Und ab ins Wasser. So, wieder hoch. Ja, gut, dass wir hier aber im Wasser nicht angegriffen werden. Das finde ich jetzt super. Nicht so wie in Morrowind, dass dann die Schlachterfische kommen. Oh, noch eine Klappmuschel. So, und da ist der Dude. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Ich habe ein Paket von Baltram für dich.
Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will 3 Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein auch noch Forderungen. Hier, gib ihm 2 Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Okay. Gut, dann halt 2 Flaschen. Aber ja, dann haben wir das halt so. So. Aber ich glaube, es ist auch so besser, dass wir jetzt... Nein! Bin ich jetzt tot, oder? Nein! Nein, ich habe erst hier gespeichert. Oh, nein. Das ist mal wieder typisch. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge nochmal. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und ciao.